Hey, Schorschleute, willkommen zum neuen Schorsch zum Sonntag. Heute am Sonntag, den ich habe keine Ahnung, wie viel. Ich glaube, 12. ist mir scheißegal. Ist das neueste Schorsch zum Sonntag, aber auch nur für diesen Tag. Und morgen ist es schon wieder alt. Und nächsten Sonntag ist es schon wieder total vergessen. Also von daher nicht wichtig. Auf jeden Fall, was ging letzte Woche ab? Was war diese Woche? Was ist überhaupt? Wer? Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Letzte Woche ging Ratchet Gladiator zu Ende. Das heißt, morgen startet ein neues glorreiches Projekt. Um genau zu sein, so unbedingt glorreich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt, aber Legend of Spyro The New Beginning, ne, geht morgen los um 13 Uhr und dann wieder täglich. Täglich geht das dann wieder los. Until Dawn geht normal wieder weiter. Montag, Mittwoch, Freitag um 15 Uhr jeweils. Und ja, was war letzte Woche noch? Ich habe eigentlich ganz gut gestreamt, fand ich, persönlich. Ich habe überhaupt gestreamt und das ist für mich schon eine Steigerung zu dem, was ich sonst hatte. Weil, und jetzt 3 Wochen hintereinander Spätschicht. Das heißt, ich hatte immer so super keine Zeit zum Streamen. Nächste Woche habe ich wieder Frühschicht. Was bedeutet das? Ich stehe wieder super früh auf, arbeite bis in den Nachmittag und dann bin ich zu Hause und bin dann müde. Bin ich näher, aber ich will wieder mehr streamen dann und dann kann ich das dann natürlich ein bisschen besser, weil ich da mir das überhaupt die Zeit habe. Ich habe tatsächlich mal überhaupt die Zeit, weil ich will auch hier For Honor endlich mal anspielen und ich könnte mich immer noch aufregen, dass ich mir immer noch nicht Nier Automata geholt habe, weil das Spiel sieht verdammt geil aus und ich hätte es gern, aber because I am Dinge, ich hab's nicht. Fakt ist es. Und ja, ich stream aktuell sehr viel Yu-Gi-Oh! Ich sollte es vielleicht auch mal wieder häufiger mal hochladen, wenn ich so oft streame, weil sonst komme ich irgendwann nicht mehr hinterher. Aber das ist Fakt. Es macht immer noch Spaß. Ich liebe auch immer noch die Synchro. Das ist also die deutsche Übersetzung im Grunde. Super bescheuert. Und ich weiß ganz genau, mein Schlafrhythmus ist nächste Woche tot. Aus dem ganz einfachen Grund, Frühschicht. Frühschicht bringt mich immer um. Ich sag euch das. Das geht auch nicht gut aus. Aber ich werde versuchen, wieder mehr zu streamen. Ich will auch wieder mehr verschiedene streamen als nur Yu-Gi-Oh! Wobei Yu-Gi-Oh! Bei euch verdammt gut ankommt. Besser als Overwatch, das möchte ich mal nur mal so am Rande gesagt haben. Heute werde ich aber höchstwahrscheinlich nicht streamen. Heute nehme ich mir mal einen Abend frei, weil ich werde jetzt gleich noch saftig aufnehmen, weil ich muss mal wieder. Mein Vorrat verschwindet langsam und ich mache nichts. Von daher muss ich mal wieder ein bisschen was machen und dann kommen wir wieder nach und das läuft dann. Dann letzte Woche, bin ich 8 Jahre YouTuber und das ist, das Video ist mehr als nur eingeschlagen dafür, dass ich da im Grunde nicht lange dran sitzen musste. Und das ist an sich auch nicht viel wahr, außer dass er einem Typen zugehört hat, der ohne Skript versucht hat zu reden. Ich weiß, es ist heutzutage revolutionär und alles, aber ich hatte auch keine Zeit, irgendwas Großes zu machen. Ich hätte gern was Großes gemacht, aber ja, dann ist wieder die Sache, wo nimmst du die Zeit dafür her? Das ist so eine Sache. Auf jeden Fall, ich will jetzt heute auch nicht großartig rumsnacken, weil, wie gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen noch aufnehmen und möchte dann auch den Vorrat wieder ein bisschen ins Rollen bringen, damit wir hier mal wieder ein bisschen Zeit haben. Mehr für Stream, mehr für blöde Sachen und hast du nicht gesehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und noch einen schönen restlichen Sonntag. Genießt das schöne Wetter draußen. Oder wenn ihr heute ins Kino geht und Yu-Gi-Oh! Guckt, denkt an mich. Ich wäre gerne, aber ich konnte nicht, because reasons. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.